Nachdem ich mir mit den ehrlichen süßen Hasen aus dem Twitch-Chat The Stick of Truth gegeben habe und meine Zeit damit einfach nur geliebt habe, sind wir natürlich auch direkt in den Nachfolger The Fractured Butthole reingegangen und auch dieses Spiel ist absolut awesome. Aber ich muss sagen, ich habe meine Zeit mit dem ersten Teil wesentlich mehr enjoyed. Das hat zwei Gründe. Zum einen finde ich den ersten Teil vom Humor her viel krasser. Ich weiß nicht, ob sie runtergegangen sind, weil sie einfach das Krasseste für den ersten Teil schon verbraucht haben oder ob sie sich nicht wieder mit so Zensierungsproblemen rumschlagen wollten wie beim ersten Teil, was ich nach meinem Dead Island Video mehr als nur verstehen kann, aber ich habe wesentlich weniger und herzlicher gelacht als noch beim ersten Teil. Es gab jetzt weniger Momente, wo man sich dachte, das haben sie jetzt nicht wirklich getan, oder? Es gibt natürlich noch viele davon, allein wenn man den Schwierigkeitsgrad einstellen kann am Anfang. Jetzt kommt... Oh. Jetzt kommt der Schwierigkeitsgrad. Oder wenn man an einem Punkt für die Polizei arbeitet. Oh mein Gott. Oh nein, jetzt raff ich es. Oh, jetzt raff ich's erst. Oh mein Gott, Digga. Und dass sie Jimmy zu Flash gemacht haben, ich kann nicht beschreiben, wie glücklich mich das macht. Natürlich ist er der Schnelle. Natürlich ist Jimmy der Flash. Oh mein Gott, dieses Spiel ist so... Es gab natürlich noch weitere Dinge, vor allem kleine Sachen, wie dass man Flappy Bird spielt oder die Ult von Kenny, wenn er wiederbelebt wird. Aber jetzt schon hier beim Schreiben fallen mir weniger erinnerungswürdige Momente ein, als noch beim ersten Teil. Was wirklich schade ist, weil ich finde das Superhelden-Setting eigentlich viel nicer. Aber für mich tatsächlich das größte Problem ist die Länge. Ich würde behaupten, dass dieses Spiel locker doppelt so lang ist wie der erste Teil. Aber es passiert halt nicht wirklich viel mehr. Man ist halt einfach nur länger bei Sachen. Man kämpft öfter, die Kämpfe dauern länger und viele Gebiete und Missionen fühlen sich einfach wie Filler an. Ich weiß, das empfinden, glaube ich, wenig Leute so. Ich glaube, das ist eine sehr persönliche Sache bei mir einfach. Aber der erste Teil hatte so ein krasses Pacing. Der hat dich von lustiger Szene zu lustiger Szene im Hyperspeed durchgeführt. So ein Pacing wäre für die meisten Games wahrscheinlich nicht gut. Ja, das wäre wahrscheinlich sehr, sehr schlecht. Bei Resi 3 zum Beispiel habe ich gemerkt, wie ich mir einfach nur dachte, gib mir doch einfach mal Pausen. Aber für South Park hat das richtig gut gepasst. Vielleicht fehlt mir der Faktor einfach, aber ich weiß es nicht so wirklich. Was ich auch nicht so gut finde, sorry, ich weiß, das Game ist mega, wir kommen gleich dazu. Noch eine Sache, der größte Kritikpunkt, den ich an Teil 1 hatte, ist hier leider nicht gefixt worden, sondern wurde einfach noch schlimmer. So viele Missionen sind einfach nur, geh zu dem Punkt, rede mit jemandem, geh dann zu dem Punkt, guck dir eine kurze Cutscene an, damit du dann erfährst, dass die eigentliche Mission an diesem Punkt ist, warum gehe ich nicht sofort dahin, wo die eigentliche Mission ist? Gepaart mit der langen Spielzeit hat das zum Ende einfach wirklich nur noch genervt. Vor allem, weil ich für mich sagen muss, ich bräuchte diese Open World in diesem Spiel nicht. Im ersten Teil war es wirklich cool, durch South Park durchzulaufen, aber da war es halt einfach das erste Mal. Jetzt kannte man das schon. Ja, ein paar neue Gebiete oder Gebäude sind dazugekommen und man kann jetzt auch mehr in der Welt machen, aber der Nebenkram ist, finde ich, null motivierend. Und es hat mich einfach irgendwann einfach nur noch abgefuckt, die ganze Zeit in der Welt rumzulaufen, weil es halt auch einfach zu wenig Schnellreisepunkte gibt. So, jetzt haben wir das Gebitsch aber alles aus dem Weg. Kommen wir jetzt zu den nicen Sachen. Zuerst, man merkt, dass sie hier viel mehr Budget und Erfahrung hatten. Es sieht einfach noch viel cleaner aus. Die Gebiete sind noch detaillierter und es wirkt einfach noch mehr polished. Nicht mehr so lustig, aber hey, ne? Aber das Beste in meinen Augen, und ich glaube, da sind die Fans
Fans zwiegespalten, ist das Kampfsystem. In Teil 1 war es ultra basic, was für das Game perfekt gepasst hat. Aber wenn dieses lange Game das alte Kampfsystem gehabt hätte, dann wäre es super öde geworden. Aber sie haben hier, glaube ich, ein komplett neues Kampfsystem sogar erfunden. Ich glaube, man kann es ein bisschen mit XCOM und den Mario und Rabbids Spielen vergleichen, nur dass hier das Spielfeld viel kleiner ist. Man hat im Vergleich zum ersten Teil viel mehr taktische Möglichkeiten. Deine Position, die Position deiner Freunde und deiner Feinde, alles ist wichtig. Wo sind Hindernisse, wie kann man die vielleicht für einen selber nutzen? Was passiert auf dem Spielfeld? Jeder Charakter hat drei verschiedene Moves plus eine Ulti und unser Char hat natürlich noch die Zeitfürze, womit wir im Zweifel Attacken von den Gegnern ungeschehen machen können. Charaktere nehmen so verschiedene Rollen ein. Super Craig zum Beispiel ist so der Tank mit seinen vielen Leben und er kann Gegner beeinflussen, dass sie nur auf ihn gehen und er dabei ein Schild hat. Es gibt so viele Taktiken, die man fahren kann und die Charaktere auszuwechseln und zu gucken, wer für was gut ist, ist einfach nur awesome. Zum Beispiel kann Kenny sterben, ist aber als Geist dann weiterhin auf dem Feld. Man muss sagen, jeder einzelne Kampf dauert dadurch einfach länger. Man hat nicht mehr diese One-Hit-Kämpfe wie aus dem ersten Teil, aber das hat mich halt ehrlich gesagt gar nicht gestört. Zum Ende hin haben sie aber dann auch ein bisschen übertrieben mit dem Gegner-Spam. Also warum in manchen Kämpfen 4 Wellen an den gleichen Gegnern kommen müssen, ist mir ein Rätsel, außer man will halt die Spielzeit strecken. Was? Komm noch mehr? Oh, Junge! Ach komm, jetzt, weißt du, aber, also ich weiß nicht, wie geht es euch dabei, aber das ist für mich jetzt, das kommt mir einfach wie Spielzeitstreckung vor. Also das haben auch viele bei God of War Ragnarök gesagt, aber das ist jetzt so für mich so, warum müssen denn die gleichen Gegner nochmal kommen? So, was ist das denn jetzt? Das ist ja wie bei Callisto am Ende. The fuck, Alter? Aber sie sind hier wirklich all in gegangen. So viele Spielfelder, mit denen man interagieren kann und vor allem haben manche Missionen speziellere Objectives als nur kill alle. Zum Beispiel muss man hier den Ausgang erreichen und an den Rentnern vorbei. Oder hier, wo wir vor der fetten Stripperin abhauen müssen. In einem Kampf können wir nur Zuhälterschellen verteilen und das war awesome. Oh, wir können Respektschellen verteilen. Zuhälterschlag. Oh mein Gott, let's go, Digga. Geil. Oh mein Gott, Digga, was passiert hier? Manche Gegner haben auch spezielle Fähigkeiten, die zu denen einfach passen. Zum Beispiel kann Butters Dad meinen Freunden Hausarrest geben und dann können die nicht mehr angreifen. Oder Cartman, der im Spiel einfach schummelt und die Regeln ändert. Hä? Der kann ja alles machen. That makes you bleed too. Was ist das denn, Digga? Dieses Kampfsystem hat mir von Anfang bis Ende super viel Spaß gemacht und wäre tatsächlich der einzige Grund, warum ich das Spiel nochmal spielen würde oder mir die DLCs angucken würde. Und noch eine Sache, auch wenn das Spiel und das Ende sich gezogen haben, das Ende war awesome. Ich spoiler hier nicht, was passiert, aber die 300 Plot-Twists, die am Ende passieren, haben mich und den Chat einfach nur in Trance geschickt. Irgendwann wusste ich wirklich nicht mehr, was hier überhaupt noch abgeht und ich habe es geliebt. Ja, ist das bescheuert, wirklich. Okay, Alter. Ja, okay. Ja, ich muss sagen, das Finale war awesome. Also insgesamt gibt es von mir auch eine dicke Empfehlung. Leider nicht mehr so knackig wie der erste Teil, aber das Kämpfen ist super. Mal schauen, was jetzt als nächstes kommt. Ich zock gerade im Stream Alan Wake oder Spider-Man, keine Ahnung. Vielleicht kommt da ja was, weiß nicht. Folgt mir auf Twitch, sagt Hallo, tschüss.